Es war wieder ein Turnier der Extraklasse. Tradition hat eben auch beim Schnapsen einen großen Stellenwert und vor allem wichtig ist auch die Organisation rundherum. Heuer hat es zum 13. Mal stattgefunden und es sind 113 Teilnehmer gekommen, das ist wirklich sensationell und ich danke allen Schnapserinnen und Schnapser, die da zum Bezirksball Schnapsen gekommen sind. Es hat ja, gibt ja enorm viele und tolle Preise zu gewinnen. Bis zum 40. Platz haben wir beim Schnapsen Preise und daneben gibt es noch eine Verlosung, wo 100 Preise verlost werden. Also ist für jeden sicher ein Anreiz, hierher zu kommen. Natürlich ist sehr viel Arbeit, vor allem Werbung, Organisation, Plakatieren und so weiter und vor allem die Preise zu sammeln. Es wird ja immer schwieriger, aber wir von der ÖVP bemühen uns natürlich, dass wir immer wieder tolle Preise für unsere Schnapserinnen und Schnapser herausholen und ergattern. Tolle Preise und da wollen natürlich alle gewinnen. Ja, sicher, das war schön, ja. Am Ersten werden wahrscheinlich, ne? Von 100 Leuten. Ja, jeder will das erreichen, nicht? Aber ich hoffe, das ist wieder der Back. Zenzi Merl aus Obereich belegte übrigens als beste Dame Platz 10. Auch die Turnierleitung zeigte sich zufrieden. Wir haben ein sehr faires Publikum und das hat sich so gut eingebürgert. Es gibt überhaupt keine Schwierigkeiten. Es gibt keine, die was zu viel trinken, wo es einem schwierig wäre, aber es läuft und kommen für alle Ortschaften in die zwei Bezirke. Mit dabei auch der Bürgermeister von St. Lorenzen, allerdings nur als Zuseher. Stellt sich die Frage, schnapsen Sie nicht? Doch, ich schnapp schon auch, aber heute sind doch ein paar organisatorische Dinge mit zu erledigen und ja, mich freut es grundsätzlich, dass so viele Schnapser da bei uns in St. Lorenzen sind, dass auch der Landesrat Seitinger da war. Also ist aber auch zum Dabeisein ohne Schnapsen immer ein ganz tolles Event. Gratuliert den Veranstaltern, bin stolz darauf, dass sie bei uns da in St. Lorenzen immer das Bezirk Schnapsen haben. Nach vielen heißen Duellen konnte sich Johann Breitecker aus Fischbach im Finale gegen Max Tatzel aus der Breitenau durchsetzen. Ein tolles Preisschnapsen, das nach mehr verlangt.